Ja, damit willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront, der letzten Folge jetzt. Endlich. Ja, was heißt ja endlich? Das Spiel macht Bock. Also ja, eigentlich war schon geplant. Bestimmt das Center. Jawohl. Also eigentlich war geplant, Mensch, ich mach mal die Tür so auf. Läuft. Also ja, eigentlich war geplant, nichts mehr zu bringen, aber EA dachte sich so, ja komm, wir bringen mal, wir lassen mal die Beta noch 2 Tage länger da, ne? Also bis zum 11. Also morgen, wenn ihr das Video seht. Dann dachte ich mir, ja komm, mach ich noch ein Part, wo ich so ein bisschen, so ein kleines Fazit zum Spiel. Oh, scheiße, es leckt. Nein. Ja, damit kann man schon ein sehr gutes Fazit anfangen. Und zweites betrifft jetzt nicht die Beta selber, sondern eigentlich mehr EA-Spiele, und zwar die Server. Für mich sind die Server mit meinem Internet, was relativ, sag ich jetzt mal, sensibel ist. Also ich habe jetzt nicht das krasseste Internet. Aber auch jetzt nicht irgendwie so ein schlechtes. Da muss ich jetzt sagen, dass bei mir schon sehr oft, also es ist schon seit dem ersten Battlefield und so weiter, schon sehr oft so ein Problem. So, ich dachte, es leckt. Es leckt richtig krass. So. Nein! Ich dachte, es ist One-Shot, lol. Also ja, das muss ich jetzt nochmal sagen. Aber kommen wir mal zur Beta allgemein. Ich hatte noch nie... Jetzt kommt die erste. Ich hatte noch nie ein so krasses Spiel gesehen. Und es ist eine Beta. Es ist eine fucking Beta. Also wirklich für einen wie mich. Ich bin ja ne, Star Wars Fan und so. Für mich absolutes Highlight. Also wirklich krasser geht's nicht. Das Spiel ist sehr gut gebalanced, natürlich ein oder anderer Punkt, aber es ist eine fucking Beta, komm schon. Aber das Spiel ist sehr gut gebalanced, wirklich, also... Es gab nichts, wo ich sagen musste, boah, das ist viel zu OP, muss genervt werden oder sowas. Okay, es gab schon mal ein paar Punkte, zum Beispiel, ich finde den Officer ein bisschen zu schwach. Aber sonst kann ich mich da eher weniger beschweren eigentlich. Also wirklich, Spiel sehr gut gebalanced. Zum Beispiel ich als Nicht-Sniper-Typ spiele sehr gerne den Specialist, ne, weil der ist auf allen Seiten geil, besonders also auch auf jede Entfernung und so, ne. Dann haben es eigentlich auch die Teams ganz gerecht in der Regel, natürlich gibt es ein paar Ausnahmen, wenn man so ein Bananenteam hat, aber sonst sind sie ganz gut gebalanced. Natürlich mein größtes Highlight jetzt gameplay-technisch, nicht Maps oder sonst, das ist krass, ne, als so erste Ordnung. Ich habe leider keine Emotes. Für Helden habe ich Emotes, aber für einen normalen Truppler habe ich noch gar keine. Aber dazu komme ich noch später. Also ja, ein absolutes Highlight ist definitiv das Battle Point System. So, wer hat das Artefakt? Ach so, müssen wir uns holen, okay. So, also ja, wirklich das Battle Point System. Hier, ich bin gerade so ein Rocket Trooper geworden. Warum? Weil ich gut gespielt habe. Okay, gut. Kann jeder urteilen, wie er möchte. Aber ich habe halt gespielt so gut, dass ich 2000 Battle Points mir erarbeitet habe. Nein, du Hund! Arschloch. Mann. Also ja, das finde ich geil, dass ich mit meinen Battle Points mir halt Sachen holen kann. Hier in dem Fall sind es nur Rocket Trooper und Flame Trooper, beziehungsweise gegebenenfalls dann Wookie Warrior für die Rebellen, für den Widerstand. Entschuldigung. Aber ja, zum Beispiel aber auch bei Galactic Assault oder halt andere Modi, kriegst du halt dafür Helden. Das finde ich auch geil, die zu verdienen. Muss einfach sein.
mein Gott, das ist Aim. Na gut, sein Aim glänzt jetzt auch nicht so krass. Oh mein Gott, das war gerade mehr als Käse. Naja, also ja, wo war ich gerade? Naja, Battle Points. So, ich finde, die es sollte ein bisschen einfacher sein zu verdienen. Also zumindest, also jetzt hier ein Dings Jettrooper habe ich kein Problem, ne? Also wäre ich schon zwei, dreimal die Runde, das finde ich okay, aber was mich stört, ist es mit den Helden. Weil oft ist es so ein Galactic Assault, ich bin Held, die Runde endet. Oder ich habe die, was auch so ein kleines Problem noch ist, ich habe die Punkte, aber jemand anderes hat schon den Helden. Jetzt wollte man 5000 hart ersparten Punkte. Jucken dann am Ende keinen. Es gibt keinen Helden mehr. Lol. Ich glaube, das ist so eine Sache, die wird natürlich im vollen Spiel behoben werden. Aufgrund der mangelnden Helden hier in der Beta, ne? Also. Es gibt noch sehr viel Helden. Sehr viel andere Helden. Also, habe ich außerdem meine Dings-Fähigkeit benutzt. Also, ja, das Starcard-System finde ich, habe ich sehr geil gemacht. Es ist natürlich alles klassenbasiert. Also du kannst halt deine Klasse upgraden und so, nicht nur die Klasse natürlich. So, auch... Mann, verpisst euch doch alle. So, nicht nur die Klasse, sondern auch natürlich deine Helden, deine Raumschiffe und so. Das finde ich einfach so geil. Dass du alles bearbeiten kannst. Also wirklich alles. Es gibt einem natürlich die Freiheit, aber es ist trotzdem klassenbasiert. Das muss man sagen. Und man kann auch Fähigkeiten austauschen. Das bedeutet, man ist nicht... immer gezwungen die Fähigkeit zu haben, aber natürlich ein Alter, ja, es leckt, verpiss dich da. Oh, was ein Camper, please. Ey, oh, das ist doch da oben. Also ja, ein Problem dabei ist jetzt, was die Sternkarten angeht, dass die Sternkarten verlaufen darauf. Boah, jetzt sieht mich so ein kleiner Pisser in zu GTA ein. Alter, sehe ich aus, als ob ich GTA spiele? Sehe ich so aus, als hätte ich keine Hobbys? Oh mein Gott, das ist Aim. Ich habe ihn auch gar nicht gesehen. Also, ich hoffe, das hat die Aufnahme... Ey. So, nochmal. Ich hoffe, es hat die Aufnahme jetzt nicht negativ beeinflusst. Dass es einen kleinen Cut oder sowas gab. Aber ganz ehrlich, diese Leute sollen sich mal einmal in den Arsch beißen und dann nochmal zur Schule gehen. Ey, da kämpft schon wieder einer. Ey! Please! Da hinten kämpft immer. Hä? Wo ist der denn? Also das Spiel bin ich sehr positiv überrascht. Ich weiß nicht warum. So viele Leute, es ist zwar nicht so ein Hate wie beim letzten Battlefront, was ich immer noch nicht nachvollziehen kann, das ist ein Hate. Aber es ist einfach. Die Spiel juckt irgendwie weniger. Es gibt sehr viele Leute, was auch gut findet, ist, finde ich, weil dieses Spiel ist grandios. Die sagen, ist natürlich meine Meinung, ne? Ich möchte mich hier in keine Meinung einmischen, aber halt so. Auch besonders viele, die so gesagt haben, ja, dieses Spiel wird so krass werden, dies, das, und dann am Ende heißt es irgendwie, oh nö, das ist so langweilig. Oder, weiß, ich habe mir erhofft, dass halt so, dass irgendwie Battlefront so das Spiel ist, was halt viele interessiert auch auf meinem Kanal und sowas. Ne, für die Klicks, ihr wisst schon Bescheid, nein. Aber wirklich so die Sache ist, dass viele halt interessiert, und dann sehe ich, Battlefront Video juckt weniger Leute als Rainbow oder sowas. Warum? Weil. Ja, weil keine Ahnung warum. Das ist so ein. Man denkt sich, so viele Leute sind interessiert an das Spiel. Da heißt am Ende, nö, ich hab keinen Bock mehr. Nö, ich hab keinen Bock aufs Spiel. Das sind auch diese Leute, die dann zum Beispiel in Stream oder sowas kommen. Dann. Heißt das, ja, Battlefront, ich verpiss mich. Ah, es ist wie Rainbow, ich muss mitspielen. Habe ich an sich nichts gegen, wenn Leute mitspielen wollen. Ist ja auch schön, weil allein spielen, scheiße.
Weil alleine spielen ist natürlich kacke manchmal. Aber wenn es dann heißt, besonders bei einer Beta, die kostenlos ist, nö, ich habe keinen Bock, ich will das Spiel nicht testen. Und dann das Spiel natürlich, wo sie mitmachen wollen, für Aufmerksamkeit, was auch immer, das ist der Grund, ist jedem anders überlassen. Aber, lol, was ist gerade passiert? Aber dann auch sagen zu kommen, ja, lass mich mitspielen. Ich muss sagen, also, gar nicht so schlecht, aber. Damit sind, also durch Battlefront 2 sind auch. So, lol, ey, das kann nicht wahr sein, das Artefakt liegt da. Oh Mann, so ein Camper. Also man muss sagen, dass sehr viele Leute dazu, neu dazu kamen. Aber bis auf Ausnahmen von ein, zwei Leute waren die Leute so unhöflich zu mir. Ey, hätte ich auch gleich drauf verzichten können. Oh, juckt ja aber nicht. Ey. Von da hinten? Nee, das war vom Toten. Wollte schon sagen. So, ja, die Runde haben wir jetzt grundlos, ja. Also die Runde haben wir jetzt komplett verkackt. Weiß, ich habe zwei Runden davor gespielt, die gingen sogar noch relativ lange, aber ich wollte sie halt nicht aufnehmen aus dem einfachen Grund, dass. Ja, und wir haben verkackt. Also aus dem einfachen Grund, weil sie schon angefangen haben. Aber naja, das war's jetzt mit dem Part noch nicht. Wir öffnen jetzt noch ein Loot Crate, ne? Als Abschluss machen wir in jeder Folge. Ihr wisst Bescheid. Aber ja, ich finde schön, dass sie die Beta erweitert haben. Nur hätte man vielleicht. Also ich finde es kacke, dass sie es erweitert haben. Die hätten vor Anfang an sagen sollen, wir machen es bis zum 11. Weil viele Leute haben sich jetzt deinstalliert oder viele Leute haben es nicht mal mitbekommen, haben keine Ahnung, weißt du? Und deswegen ist es auch ein bisschen schwerer, es gefunden, Spiel zu finden, weil einfach Leute ja fertig waren mit der Beta, haben es gelöscht, haben es zur Seite gelegt, haben sich jetzt wieder anderen Spielen gewidmet und so. Aber ja, es geht weiter mit der Beta. Morgen werde ich sie wahrscheinlich nicht mehr spielen. Ich glaube, ich bin fertig, ne? Eine Beta ist dafür da, alles zu testen. Ich habe alles gut genug getestet, würde ich sagen. Bis auf Helden und Fahrzeuge, aber. Ich komme nicht so einfach an diese Helden und Fahrzeuge und auf sowas wie ein Wyvern oder sowas. Also auf Feed habe ich auch nicht so viel Bock. So, und der gut bewährte Bug. Ich hasse diesen Bug, ey. Dass man einfach ein Spiel leftet, aber nicht rausgeht. Das ergibt keinen Sinn. Also, ein grundlegendes Fazit zum Spiel. Dieses Spiel ist extrem krass. Als Star Wars-Fan liebe ich einfach sowas. Wenn man noch den Trailer und so alles ansieht und man weiß, was kommt. Das ist ja nur eine kleine Prise. Das ist wirklich eine Kleinigkeit. Ich kann euch jetzt mal im Menü zeigen, falls wir hier draußen sind. So. Multiplayer. Zwei Modi sind euch da. So. Hierfür. Ich weiß nicht, wie viele Maps es insgesamt geben wird, aber viele. Kampagne. Gibt's noch. Eine komplette fucking Kampagne. Arcade. So, gibt's hier das Versus-Modus. Gehe ich mal zum Solo. Custom Arcade und Tutorial gibt es. So. Eine Lightseite, also Lichtseite. Ja, Lichtseite. Eine Hellseite. So, und dann noch so viele Missionen darunter. Das war es jetzt so modusbedingt, ne? So, gehen wir zum Beispiel hier. Alter, wie viele Sachen gibt es denn? Okay, nur zwei Waffen, aber. Sternkarten. Es ist an sich nicht wenig. Nee, alles klar. Es ist an sich wenig. Aber ist das für alles? Dieses. Alter, das ist doch geil. Ja, es ist wirklich geil, wie viel Inhalt dieses Spiel hat, aber es einfach nicht berücksichtigt wird von den Leuten. Ich weiß nicht, aber. Wie findet ihr das? Hier kommen fast alle Changes geschafft. Okay, ich bin jetzt nicht so viel geflogen, aber. Na, wir öffnen mal jetzt unser letztes Crate. Also, das ist wirklich jetzt abschließend für dieses Spiel. Ich freue mich schon auf die also auf Battlefront 2, das komplette Spiel. Aber zum Fazit: ein krasses Spiel, was sehr viele Sachen zu bieten hat. Wirklich kein bisschen enttäuscht. So, ich weiß nicht, ob ich das für ein Heavy schon habe. Ich glaube schon, ne? Ja, habe ich. Also wirklich, es hat mich null enttäuscht. Es gab keinen Moment, wo ich sagte, okay, dieses Spiel ist scheiße, ich sollte mir noch meinen Kauf überlegen. Ich habe es mir sowieso schon gekauft. 90 Euro habe ich schon dafür geblecht. Aber naja, dieses Spiel lohnt sich. Ich würde es jedem an Herzen legen. Aber wirklich, holt euch dieses Spiel. Dieses Spiel lohnt sich und ja, dazu gibt es nichts weiter zu sagen. Musik ist natürlich krass, ich habe die Musik erst ausgemacht, wegen Copyright und sowas, ne? Ihr wisst Bescheid, aber es gibt einfach so viele Sachen und es macht so fucking viel Spaß, weil es einfach.
Man muss manchmal Star Wars-Fan sein. Weißt du, ich sehe viele Leute, die spielen in der Ego-Perspektive. Fragt nicht warum. Okay, fragt warum. Ganz einfach, weil sie Ego-Shooter spielen. Die juckt es kaum, dass es Star Wars ist, die wollen Ego-Shooter spielen. So, Battlefront ist an sich irgendwo ein Ego-Shooter. Ist zwar an sich für Third Person ausgelegt, aber ja. Naja, so sei es denn. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Diese Beta lohnt sich. Das Spiel lohnt sich. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Habe ich ja schon getan, ne? Ich bin null enttäuscht. Ich habe meine Kritik genannt. Auch eine Kritik. Punkt. Das wird natürlich fürs komplette Spiel da sein, dass ich keine Leute einladen kann. Das ist ein Fehler bei mir, bei anderen nicht. Haben auch ein paar andere Leute das Problem, aber ich kann keine Leute einladen. Das ist ein bisschen kacke, aber naja, das war's denn. Alles das gesagt zu dem Spiel. Ich freue mich schon auf den Release. Ich werde euch dann hoffentlich dort alle auf dem Battlefield sehen. Oder auf der Battlefront, besser gesagt. Ich werde mal sehen, wie viele Leute wir bis dahin sind. Dass wir irgendwie, keine Ahnung, so einen festen, also nicht festen, sondern so einen großen Trupp machen. Oder vielleicht schaffen wir es auch mal ein Privatspiel zu machen oder sowas. Naja, was auch immer. Das war's denn jetzt. Wundervollen Tag an euch alle. Das hat keinen Sinn ergeben. Hat so abgekattet gehört. Aber naja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Bis dann. Tschüss.